Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gym-Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr solch eine Neonschrift erstellt. Und das Ganze in zwei Versionen, einmal in dieser und einmal in dieser. Gehen wir dazu als erstes auf Datei Neu. Und sagen okay. Und ich habe das jetzt schon so eingestellt, dass ich ein schwarzes Bild kriege. Das könnt ihr aber nachträglich mit dem Füllenwerkzeug hier beheben. Jetzt gehen wir auf das Textwerkzeug und schreiben hier unseren Text hinein. Ich habe den jetzt schon mal vorgeschrieben, damit das nicht so lange dauert. So. Jetzt positionieren wir den noch richtig und sagen jetzt Rechtsklick auf der Text, auf die Textebene, Ebene auf Bildgröße. Damit haben wir den Text jetzt gerendert. Als nächstes erstellen wir uns eine neue Ebene und nennen die Strich. Auf dieser Ebene wird einfach nur ein Strich generiert. Als nächstes gehen wir auf das Fahrtwerkzeug oder drücken den Shortcut B. Und ziehen jetzt hier einen Pfad, und zwar von dem ersten W, ungefähr hier, bis zu dem E, ungefähr hier. So, jetzt gehen wir auf Pfad nachziehen und sagen, ihr habt die Standardeinstellung hier bei nachziehen, und wir müssen hier den Punkt bei mithilfe eines Malwerkzeugs nachziehen. Malwerkzeug Pinsel und nachziehen. Jetzt haben wir hier so einen Strich generiert bekommen und dieser Strich ist auf der neuen Ebene. Und damit können wir den auch verschieben. Und zwar müssen wir den so verschieben, dass er am unteren Rand der Buchstaben anliegt. Ungefähr. So, ihr könnt das mit den Pfeiltasten noch einstellen und dann habt ihr hier euren Strich. Jetzt zoome ich mal wieder raus. Jetzt haben wir hier unseren Strich. Jetzt können wir die Ebenen hier vereinen. Das machen wir, indem wir auf die obere Ebene rechtsklick und dann auf nach unten vereinen drücken. Jetzt gehen wir auf Filter. Alpha als Logo und Leuchtreklame. Klick und jetzt können wir unsere Farbe hier festlegen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Grün. So. Und hier bei dem Effektgröße, da geht ihr jetzt einfach mal auf 10. Und sagt, Hintergrundfarbe soll schwarz sein. Und okay. Jetzt dauert es ein bisschen, jetzt wird der ganze Effekt erzeugt. Und schon haben wir unsere Neonschrift. Jetzt könnt ihr das Ganze noch alles vereinen. Das heißt, ihr geht rechtsklick auf die erste Ebene und sagt, sichtbare Ebenen vereinen. Damit habt ihr dann jetzt eine Ebene und dupliziert diese einfach mal mit dem Duplizieren-Button hier unten. Geht dann auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner und gebt hier den Wert ungefähr 10 ein und sagt okay. Wenn euch das so gefällt, dann braucht ihr das nicht machen. Also falls euch das so gefällt, dann braucht ihr das, was ich jetzt zeige, nicht mehr machen. Und geht dann bei der Modus der ersten Ebene, also auf der duplizierten Ebene, auf... selber erstmal gucken. Bildschirm. Und damit habt ihr so einen Neon-Effekt. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen.
Und bis zum nächsten Mal, euer Schokomuffin777.